Collins Musik? Ja, ich glaube, es ist den niederländischen Ursprungs. Oh, Mann. Hodgins hat alle Gebiete eingegrenzt, wo sich die Wespen und die rotblättrige Birke überschneiden. Und Angela hat eine Liste von Gebäuden in diesem Gebiet erstellt. Du bist dir ziemlich sicher, dass wir nach einem Gebäude suchen. Es gibt keine Anzeichen von Auswaschungen und Aasfraß. Ella geschützt vor Tieren und Wetter. Wir suchen eine Stelle, wo Collins Leiche nach der Tötung abgelegt wurde und wo drei Lichtstrahlen mehrere Stunden am Tag auf seinen Schädel schienen. Wahrscheinlich eine Südhanglage. Irgendwo hier muss ein verlassenes Puppenhaus sein. Hodgins meint, dass es alle Kriterien erfüllt. Hey! Punk! Als Junge habe ich die Ramones sehr gemocht. Der Song Blitzkrieg war auf einem Mixtape von mir für ein Mädchen, in das ich verknallt war. Wieso hast du mir nie ein Mixtape zusammengesteckt? Ach, das ist romantisch bei uns. Ja, richtig. Ich bin nicht sehr romantisch. Aber du schon. Oh, ich glaube, Colin hat das auch nicht für Musik gehalten. Oh. Da sind wir. Das Pumpenhaus, oder? Ja. Gut. Wollen wir mal. Ich weiß nicht, was wir da drin finden werden, also. Ich hole den Schädel, damit wir ihn mit eventuellen Markern vergleichen können. Hast du ihn? Mhm. Brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss? Auf jeden Fall. Sei vorsichtig, wenn du hier reingehst. Was liegt denn hier alles rum? Hier halten sich wahrscheinlich viele Obdachlose und Kids auf. Übereinstimmung, Ruth. Ja, sieh dir das mal an. Die Kühlerfigur von Collins war das Auto? Collins Leiche wurde hier abgelegt, nachdem er ermordet wurde.